Bald beginnt das jüdische Lichterfest Chanukka. Es gibt mehrere traditionelle Gerichte, die man an Chanukka zubereiten kann, wie zum Beispiel Sufganiyot oder auch puffige Krapfen. Nach unserer Kaschrut-Regeln trennt man milchige und fleischige Produkte. In diesem Video habe ich ein milchenthaltendes Rezept.
Für die Glasur kann man statt Zitrone auch Wasser verwenden.